Okay, Julius, jetzt haben wir ja unsere Klamotten getauscht, ne? Ja. So, und jetzt gehst du zu uns und ich gehe zu euch. Oh Mann, glaubst du nicht, dass wir da auffliegen Ja, werden? du musst halt genauso was machen wie ich, weißt du? Also du musst genauso sein wie Julian Vogel. Du musst genauso denken wie Julian Vogel. Das heißt, du musst irrsinnig viel Blödsinn machen heute, okay? Okay, ich versuch's. Und ja, bei mir zu Hause, da mache ich eigentlich nicht so viel Blödsinn. Okay, Und soll ich einfach in dein Zimmer gehen oder? ja, ich habe auch keine Geschwister. Also du wärst quasi ein Oh Einzelkind mit meinen Mann. Eltern zusammen dann. Und Julius, weißt du, was das Coolste ist? Ich darf jetzt dein Fahrrad fahren, weil ich bin ja jetzt Julius, Hast ne? du auch ein Fahrrad? Nein, ich habe nur ein Skateboard. Oh, du bist zwar genauso groß wie ich, aber irgendwie passt dir mein Fahrradhelm Ja, überhaupt das war nicht. komisch. Okay, Julian, sei auf jeden Fall vorsichtig. Und ja, bleib einfach ganz locker. Ich denke nicht, dass es auffallen wird. Alles klar. Julius, mach's gut und denk dran, ein Julian Vogel macht nur Blödsinn. Okay, wir treffen uns am besten morgen hier Okay. wieder. Oh Mann, ob das gut geht, ich weiß ja nicht. Und irgendwie tut mir meine Wange total weh. Hi Julian. Hallo, Papa. Julian, was ist denn mit deiner Stimme los? Meine Stimme? Oh, ich bin ein bisschen heiser. Ach, bist du ein bisschen krank geworden? Ja, ich sag dir doch, geh nicht immer mit den Klamotten raus. Es ist momentan auch ein bisschen kälter. Ja, und Julian, darf ich dich was fragen? Was hast du da an deiner Wange? Also, irgend so eine Schramme oder Narbe ist das doch. Die hattest du doch vorher nicht, oder? Nee, oh, da bin ich irgendwo hängen geblieben. Also, sollen wir vielleicht zum Arzt? Nee, das tut auch gar nicht so weh. Julian, oben im Badezimmerschrank, da haben wir noch eine Wund- und Heilsalbe. Bitte, bitte trag die auf, okay? Ja, Da muss mach ich mir ich. keine Sorgen machen. Danke dir. Sonst schimpft auch deine Mutter, du weißt. Oh, hallo Mama. Hallo Julian. Wie war's denn? Du bist ja schon wieder zurück. Ach, es war richtig toll auf dem Spielplatz. Es hat total viel Spaß gemacht mit Julius, ja. Oh, was hast du denn da in deinem Gesicht? Mach da lieber ein bisschen Creme drauf. Hast du dich verletzt auf dem Spielplatz? Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe mich irgendwie was abgeschürft oder gekratzt. Danke, Mama. Ach, na gut, es wird sicherlich schnell wieder verheilen. Aber mach dich am besten schon mal gleich Bett fertig. Ist gut, Mama. Das werde ich machen. Hey, du kleine, Emma. Was machst du? Hey Julian, ich wollte wieder mit meinem Puppenwagen spielen. Ach echt? Soll ich dich ein bisschen damit rumfahren? Oh, das ist so toll. Komm, schieb mich weiter. Am besten in Hannas Zimmer. Die können wir mal besuchen. Das werde ich machen. Hallo Hanna, guck Hey, ihr mal. beiden! Julian schiebt mich rum. Ach, das ist aber lieb von Julian. Ja, das macht echt Spaß. Wir sind ein gutes Team. Irgendwie komisch. Eigentlich hat Julian doch da immer gar keine Lust zu. Und heute schiebt er Emma die ganze Zeit durch die Gegend. Na gut, Hanna, wir müssen auch schon wieder los. Viel Spaß! Danke! Wirklich merkwürdig. Also irgendwie ist Julian anders als sonst. So, kleine Emma, dann holen wir dich mal wieder hier raus, oder? Bist du schwer? Hey, ich bin gar nicht schwer, ich bin ganz leicht. Und direkt ins Bett hinein. Oh, das war aber eine weiche Landung hier in meinem Bett. Das hat Spaß gemacht. Mach das nochmal. Nee, Emma, ich muss mich jetzt auch Bett fertig machen und meine Zähne putzen und so weiter. Obwohl, Zähne putzen? Das mache ich lieber doch nicht. Oh, da muss ich ja Julians Zahnbürste nehmen. Oh, das mache ich nicht. Nee, das lasse ich ausfallen. Da hole ich mir morgen lieber eine neue. Hanna, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Danke, Julian. Ich packe gerade noch meinen Tornister für morgen. Ja, dann viel Spaß in der Schule. Oh, es ist ja auch schon 8 Uhr. Da muss ich mich aber jetzt wirklich ins Bett legen. 8 Uhr? Seit wann kann Julian die Uhrzeit lesen? Damit tut er sich doch immer so schwer. Es ist tatsächlich 8 Uhr. Hat er das jetzt wirklich von dem Wecker abgelesen? Ach, wenn ich hier so in dem Bett liege. Ich meine, das Minecraft-Bett von Julian ist echt cool. Aber wenn ich hier aus dem Fenster gucke, vermisse ich meine Familie.